Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Mikabellum. Heute mal eine Runde FFA. Ich wollte mal reingehen. Machen wir jetzt. Ich hätte gerne Supply gehabt, aber Heavy Armor halte ich hier auch für eine gute Wahl. Ich versuche jetzt maximal Cookie zu spielen in dem Modus, weil ich ihn für sehr komisch halte. Aber ich lasse mich überraschen, weil ich da doch ein cooler Modus. Genau, man wird das hier gerusht. Ich denke, defensives Gameplay ist auf jeden Fall angesagt. Also genau mein Modus quasi. Ob man hier am Anfang die ersten Runden gewinnt oder nicht, ist quasi komplett egal. Aber ein bisschen Chaff aufzustellen kann nicht schaden. Machen wir das auch. Flankiert werden kann man wohl nicht, sehe. Vielleicht mache ich KI. Die KI macht es wahrscheinlich. Und an sich geht es ja darum, dass quasi abbiegen hat man direkt. Anscheinend auch einfach verkaufen und eine 50% hochkriegen. Das machen wir lieber nicht. Das erste Mal ist die relativ wumpe, ne? Es geht erstmal darum, nur hier zu überleben. Kalala hat nicht gesehen. Das sind so Gegner. Das ist erstmal nebenbei. Das hier Ariel, Marksman, Fixed-Supply, Heavy Armor. Und offensichtlich verliere ich hier. Aber das ist auch vollkommen egal. Wir verlieren alle, um genau zu sein. Was denn? Ah ne, nicht alle. Der könnte noch ordentlich aufräumen. Und ich habe mir Folgendes überlegt. Ja, es geht ja darum, einfach hier möglichst langsam zu sein. Das heißt, ich werde hier auf Melting Points setzen, denke ich. Was haben Melting Points für Schwächen? Clear. Die Frage, wie ich das dann regeln möchte, ich könnte Fortress spielen mit Anti-Air gegen Lufteinheiten schon mal, gegen Bühneneinheiten. Wolken sind auch schön langsam, die halte ich für sehr gut. Halte ich dann sogar vielleicht. Mir ist quasi 6 von der Wert, das hier ist ein Wert von weniger. Das hier ist theoretisch, wenn man es verkauft, das wertvoll. Das sind jetzt auch nur 400, aber man zahlt nichts. Die Frage ist, möchte ich Vulcans vielleicht haben in meiner Endkombination? Mache ich den Bonus-Supply dafür, was man hier am Ende schafft, gell? Okay. Ach, für zerstörte Einheiten war das, glaube ich, ne? Na gut. Dann das ist der Vulcan. Ich denke, auf Dauer könnte der Vulcan sogar recht sein. Noch ein bisschen schafft. Hier habe ich einen Mann. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin auch komplett neu in dem Game-Modus. Irgendeine Form von Luftabwehr klingt hier auch. Falsch, wir nehmen jetzt einfach mal die Marksman mit. Wenn ich sie auf Dauer eigentlich nicht haben möchte. Wobei die auch okay sind, sagen wir es mal so. Stellen die mal hier hin. Zwei dahinter. Weil das hier nicht gefährdet. Die haben wir sowieso schon. Also wir können hier den 5 machen, wenn wir rechtzeitig gehen. Oh mein Gott, so richtig kleben kann ich es noch. Dann belegt. Sollte trotzdem reichen, wäre besser gewesen, jetzt Platz zu füllen. Wichtig, dass meine Marks mit zu nehmen. Ohne die Kommentare schickt mich. Leider. Ja, wenn ich das nicht, wenn das nicht, weil er mich probiert, wäre es geschafft wahrscheinlich.
wird ein bisschen knapp. Okay, und die anderen Level jetzt hier natürlich massiv bald mehr töten. Gegeneinander so. Da ist gut, dass ich schon mit einem Kiek abgieße. Mir stirbt aber auch alles. Aber mit nächster Runde könnte es dann vorangehen. Mal gucken. Okay, die anderen viel mehr gekillt, oder? Ist richtig. Ich kriege relativ wenig Geld hier, muss ich sagen. Viel weniger als ich erwartet hätte. Das irgendwie läuft einfach anders ab. Okay, steht. Ne, das ist Runde 3. Ich bin verwirrt. Ich bin noch verwirrt, das ist alles ganz normal, so wie es sein soll. Cool. Und das hier, das nächste dabei, was die Power weiterbringt. Und das ist ein Melting Point, den wir hier haben. Und dann ist die Frage, brauche ich hier die Schaft hier auf den Punkten auf jeden Fall. Machen wir auf jeden Fall den Move hier. Und wir holen uns nochmal die Frage. Den Schaft in die Seite. Mach's mal. Ich spiele Mode zum ersten Mal. Aber mein Gedanke ist halt der, ich spiele langsam mit Giant. Und auf Dauer kann ich. Ach, ich hätte die Best Buddy noch mitnehmen sollen. Ich weiß. Man spawnt, es spawnt mehrfach. Die haben es geändert, dass man nur dreimal maximal spawnen kann. Und ich spawn dann schon. War das ein Spieler, der mir reingeschmissen hat? Ich denke, das war wahrscheinlich schon. Hier die Runde wieder hart, oder? War ich nur wegen dem Follow-Spawn, so schlecht wie die Runde. Zum Unsatisfying. Ja, zwei coole Follow-Spawn natürlich nicht. Spannend. Na gut, wir gucken mal. Noch läuft es nicht so wie gewollt. Ich könnte Intensive Training, könnte ich theoretisch. Ich will mehr Giants. Hier kriegen wir natürlich Steel, weil ich meine Fortress eben stark hätte ich gesagt. Wie will ich noch Dauer gegen Lufteinheiten vorgehen? Ich glaube, ich brauche eigentlich Fortress mit Anti-Air auf Dauer auch. Theoretisch, wenn hier für die Runde wäre Fortress eine gute Idee. Wir probieren das mal. Ich glaube. Zu offensiv sollte man es als nicht spielen, wenn man es mal so. Wir können den Tanz wieder wagen. So. Wie immer der letzte, sehr schön. Ne, noch nicht. Die droppen sich hier teilweise Sachen rein, das ist spannend.
Sword wirklich hart gegen meinen ganzen Giant, aber mit dem Vorkosten wollte ich recht viel machen. Dann hätte ich gerade noch Schaffen sicher, um die Königslande zu finden. Weil ich wusste nicht, mit der Reichweite auch gegen meine Giants ganz gut bin. Leider kommt hier der Schaff von. Okay, den kriege ich aber alle, den Link noch nicht abzubekommen. Die Martin machen ja echt die Farbe. Und ich werde auch nur zum Leben. So, du müsst jetzt auch mitkriegen, die ganzen Wochenenden zu liegen. Die Magic Point sollte trotzdem das Leben geben. Okay, ich will nicht so mit dem Ton. Okay, also ich bin hier, denke ich, in einem ganz guten Spot trotz allem. Das ist irgendwie schon eine gar nicht mal so uninteressante Mechanik, dass man irgendwie auf viele Sachen achten muss. Das fällt mir gerade doch besser, als ich gedacht hätte. So, jetzt muss ich überlegen. Also wenn ich ehrlich bin, eigentlich möchte ich keine Overlords haben, aber die Frage ist, möchte ich Scorpions haben? Auch nicht wirklich. Von daher nehmen wir die Overlords jetzt einfach mit. Wir können die auch wieder verkaufen. Das ist ja auch ein relativ hoher Wert. Ich zahle nichts dafür. Die Verkaufen spricht eigentlich nicht für Overlords. Und theoretisch wäre es auch nochmal eine gute Abwehr gegen potenzielle Wespen der Gegner. Gegen Wespen der Gegner. Es gibt ja schon viele Wespen. Also geben wir uns hier wieder das Upgrade raus. Geben wir das Upgrade hin? Ich glaube schon. Ja. Die Marksman, hatte ich gesagt, level ich auch mal mit. Das fällt mir gar nicht mal so schlecht. Ich hole noch mal einen weiteren Marksman, weil ich es nicht. Wir machen einen guten Job. Meinen anderen. Ich hätte halt die besten des Gegners deutlich, dass wir die Dienst bis dahin, wir gucken mal, ob das stimmt. Vielleicht werden meine Fortsätze halt alle schneller als wieder. Das ist Quatsch, was ich erzähle. Level 6 Viecher sind, das haben die diesen Mädchen, ich weiß nicht, ob ich auch wieder das genau sehe. Genau wie mein Level 1 vorne, muss ich sagen. Und Level 3. Die scheißt sich. Die Oberlords leben noch neben sich. Die schafft er sehr. Mein Melding Point aus dem Backline kann schön alles aufbrauchen. Da oben wird es auch gekühlt mit seinem besten Gegner. Und dann ist der beste Gegner, der gekühlte Gegner. Schade, dass ich meine Einheit nicht so aufteilen. Das reicht. Easy. Zack, zack. Dann gehe ich fast in Führung. Mal schauen. Also hier macht man nur das Haste Module Sinn, aber Haste Module klingt auch wiederum besser als wahrscheinlich ist, weil es einfach ja Haste macht. Ne? Will man auch nicht wirklich haben in dem Szenario. Vielleicht nehme ich auch einfach gar nichts davon. Das Shield. Ich skippe das einfach. Einfach. Mehr Giants angesagt, keine Frage. Frage ist, brauche ich mehr Schaffklee für die Runde? Schadet auch nicht. Theoretische Feuerart, die auch noch sehr gut für mich. Hier den Wespenspawn anzuklicken, macht glaube ich auch keinen riesen Sinn. Theoretisch wäre das Beste wäre eigentlich
Da will ich auf Feuer gehen. Welche hin? Wahrscheinlich macht es auch wirklich einfach Sinn, hier mal die Kollegen zu upgraden. Wir geben noch Reichhaus aus, damit ich auch gleich wieder hat, weil wir das Geld über haben. Gehen wir hier auf die Reichhaus abgesetzt, das ist auch nicht gut. Was passiert? Weg, passiert das nicht. Ich kann zwischen die Stufe und die Stufe werden, ne? Nur viel zu nah und weit weg. Wieder spielen. Das Gefühl hat weniger Lack, wenn ich besser oder lieber feuerartig hätte ich gewesen, ne? Ich frage. Ich glaube, ich gebe auch denen, die Feuer kommen, aus, bitte kann ich nicht mehr. Und aber glaubst du dann auch wieder selber durch, ne? Wie lange kann ich das spielen? So, ich gucke hier wieder das große Zeug von an. Und wir haben jetzt hier eine Schiene. Ich glaube, die Spawner sind gar nicht so wichtig. Die Giant und Fähigkeit haben wir das Grund. Hier tun massiv viele Overlords. Stormcaller mit DMF können auch noch recht stark sein. Genau, das ist ein Overlord-Blatt, das ist ein Falling. Und damit sollte ich in Führung gehen. So, jetzt werde ich hier fokussiert von der KI. Extended Range Sledgehammer. Brauche ich nicht, die sollen tanken. Und das hier, Mustang Production. Verschilde und Siege-Modus, okay, alles klar. Warum auch nicht? Den Beacon mal mit. Der kann auch wichtig werden fürs Zögern später. Warum auch nicht? Die Level müssen. Gute Idee nach wie vor. Aber mehr davon zu haben, ist auch eine gute Idee. Da brauche ich mehr Spamclear. Die Antwort ist auf jeden Fall nicht. Feuerraketen habe ich irgendwas erzählt, gern. Aber das würde ich mir schon von vor ein paar Sekunden. Das ist natürlich gar nicht. Die hier hinten. Auch nochmal so laufen lassen kann. Ich probiere es einfach aus. Wir werden es merken. Gucken, was passiert. So. Ich schon das hier schnell reinrushen, weil die linken meinen Gegner schon machen. Das ist natürlich gefährlich hier. Ein bisschen weg. Brauchen wir das Feuer auf den Feuerraketen. Das wird hier wertvoll. Auch wenn ich das ein kleines Scheißproblem habe. Und vielleicht auf den Overlord weg. Das ist komisch, dass wir das hier. Giant werde ich hier auch enorm abgelenkt, dann wird ich hier auch ein bisschen drauf. Ich habe Spamclear gefunden im Krieg, ne? Das geht. Ich habe auch einen Kraftbau, wenn man das mit dem Kai gewinnt schon. Cool. Ich bin jetzt schon vor, wie bei den Spawn-Einheiten. Ich mache nochmal auf meinen. Na, wie heißt denn The Melting Point? Das ist vielleicht ein Spawn. Ich noch. Wir sind auch massiv jetzt alle auf mich gegangen.
denke mir ehrlich gesagt, dass die Hacker ein großes Potenzial haben im Modus. Wir probieren das aus. Ich habe erwähnt, ich möchte das unbedingt haben. Ne? Weil ich nicht unbedingt die Reichweite drauf haben, die ich nicht unbedingt haben und überhaupt. Und die Freiheit, wie man die haben möchte. Okay, und das ist natürlich die nächste Frage. Ich bräuchte da vorne mal einen Crawler oder irgendwas dergleichen. So optimal ist das wieder das Zeug. Das würde ich auch gerne noch klicken, aber ich muss erstmal weitere Giants auch holen. Oder weitere Hacker. Haben wir einfach massiv viele Hacker. Ich hole und jetzt auch Reichweite und ich hole mal die Zeiten biegen mich auch hier so. Probieren das mal aus. Ein Upgrade soll ich auch mal machen. Noch habe ich schon gemacht. Nur ein Führung, deswegen passiert er mich. Rhino Product Production. Corona Upgrade mal. Habe ich nicht mit Problemen mit. Die Viecher können auch ein Problem werden, aber Frage, ob es nicht wirklich noch ein paar Stormcrawler sind, die ich bräuchte. Ich gewinne die Runde hier, aber. Schild würde ich sagen. Dem hier. Soll ich fragen, ob mich jetzt einer nuket? Könnte schon sein. Ja, durchaus möglich. Gar nicht so massiv viel Geld, ehrlich gesagt. Schade. Müsste direkt durchkommen. Okay. Ich nehme die auch einfach als Spam Clear. Oder halt. Ich mach doch einfach so, weil irgendwie kann es auch Feuer zu legen. Kann ich mir wahrscheinlich vorstellen, ob ich. Das ist massiv wichtig. Ich mich da auch Feuer schon. Die haben alle gelevelt, ich kann sie nicht leveln. Aber da werden mich jetzt beliebt, wenn man sie kann. Wahrscheinlich irgendein unbedeutender sind natürlich ein besser Bullshit. Wenn einer von den Abonnierern halt nicht jetzt.
jetzt natürlich das ganze Szenario, das die Spiele quasi verfährt. Und das hier vor allem im Blatt machen müsste. Ne? Das verliere ich mit er wahrscheinlich, weil die anderen nicht genug haben. Bisschen bitter an der Stelle. Das geht mal guter Magic-Vulkan. Aber Magic stellt einen anderen. Wichtig, dass er auf dem Tisch stirbt. Er gewinnt jetzt das Spiel, weil er nicht von einem der schlechten Gegner wurde. Ich glaube, A hat einfach ein Bullshit. Na, wobei. Stimmt gar nicht, ich hab Quatsch erzählt. Ich hab mich vertragen anscheinend, aber das ist ja komisch. Jetzt kommen die Fortressen hier noch. Reichweite geben gegenüber HP, ich denke, das ist wert. Machen wir. Bei Upgraden von denen lohnt sich natürlich gar nicht so richtig. Massiv wichtig ist auch mal das hier. Ich habe das Gefühl, dass ich BMP noch brauche gegen Bodenfehler. Und daher mache ich das einfach mal. Das könnte jetzt auch hier die letzte Runde sein. Und ich brauche es halt vor allem gegen den Gegner hier. Das ist nicht so wichtig. Massiv viele Einheiten, auch die man hier hat. Ne? Das ist ja schon Runde 10. Obwohl man relativ wenig Einkommen hat, das ist halt trotzdem. Viel Geld. Sollte man hier Kredit ausgeben? Vielleicht mache ich's. Nö. Ja, der will hier was mit dem Rhino erreichen. Mir. Das ist gar nicht. Okay, ich bin verwirrt, gar nicht der. Das heißt, der neben mir ist der hier, der blaue. Das springt mir Worst Case meine Schiffe an, ich will nehmen. Ich will mich vergessen, dass ich dagegen dann doch nochmal nicht mehr das bauen soll, also mehr von dem nehmen soll. Ich hoffe, ich brauche irgendwer das Problem. Man sieht, ich habe jetzt massiv die Einheiten. Irgendwas wäre noch zu tun, dass die Einheiten weg. Das hat der Hacker mehr geschrieben, das ist wichtig. Und den Kit habe ich innerlich über die Reichweite. Wir sehen, die Hacker haben das. Damit sollte ich gewonnen haben. Ich habe das so gut Zeug. Also die Ever Giants Strategie ist, glaube ich, nicht so falsch. Natürlich kann man das auch unterhalten. Aber ich glaube, generell langsam zu sein, ist kein Nachteil im Game-Modus. Und dementsprechend gewinnt man dann hier am Ende auch. Ja. Ich bin ja mal so ein bisschen drauf eingehen, was meine Gegner gemacht haben. Ja, keine Ahnung, was das hier soll. Viel zu viele Upgrades. Ich glaube halt auch, dass hier Photo Mission ist ein ganz, ganz schlechter Tag. Weil bis man die eigentlichen Gegner trifft, ist hier ausgelaufen. Auch die Smart Wars war am Anfang gut gewesen, die sind an sich sehr stark, aber es gibt halt Fortress mit Anti-Air Barrage. Und dann sind die halt extrem schwach gegen, behaupte ich mal. Auf den Overload natürlich irgendwann auch den Launcher Overload nicht ausgeben. Ich glaube, Reichweite ist einfach key in dem Szenario. Und das Ding ist halt, sobald man die Einheiten unterschiedlichen Geschwindigkeiten hat, dann laufen die alle auseinander. Das heißt, die Overlords
Liegen wir vor die Melting Points, etc. Ist, war gar nicht so. Ich habe mir noch dramatischer vorgestellt, aber es kann ein sehr dramatisch sein. Wir fahren auch tendenziell immer vor alles andere. Weiß ich nicht. Aber man sollte gucken, dass man möglichst ein Tempo hat. Und ich glaube, das langsame Tempo ist eher das bessere Tempo. Und von daher, ja, ist so gelaufen, wie es gelaufen ist. Es gibt bestimmt auch andere Strategien, was der Gegner spielt, aber ich denke, langsam mit Giants ist eine gute Idee. Ich sage danke fürs Zuschauen, gerne abonnieren lassen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.